Die Brücke senken, damit die Söldner sie überqueren können. Das kriegen wir auch noch hin. Ich lasse die Brücke herab. Erstmal rausfinden, wo. Welcher Anmut. Effektivität. Okay, hier hoch. Da sind Steine hochlaufen. Ah, okay, und dann den machen. Oh, das war nicht so schwer. Sonst ist hier nichts, ne? Leonardo will, dass ich damit fahre? Das ist ein UFO. Keine Anleitung. War klar. Vorwärts! What the shit. Taktische kann man mit linker Stick im Wall steuern, rechts Kanone ausrichten. Recht T ist abfeuern. 3, 2, 1, Feuer! Das ist cool. Das Ding aus einer Gatling Gun oder so. Ganz einfach vibriert übrigens der Controller, das ist richtig cool. Leonardo war echt genial. Das Ding ist echt der Hammer. So was will ich für zu Hause. Das ist halt die erste richtige Mehrfeuerkanone. Der Controller die ganze Zeit vibriert, das macht irgendwie gar Laune. Oh, Bosskampf. Wenn unseres beschädigt werden kann, dann ihres auch. Nur noch ein paar Treffer.
Ah, ist die Panzerfabrik. Ich weiß, ich muss vorgehen, aber was du vorher schon wegkriegst, ist doch cool. Ich soll Leute umfahren, wurde mir gesagt. Gut. Nee, du musst erstmal weg hier. Fall bloß nicht auseinander. Nein, ich hab Schaden genommen. Schade. Hier zermalmt Cäsar das Heer! Einen habe ich umgefahren. Ich würde dich gern behalten. Jetzt wieder sind noch ein paar offene. Die muss auch noch kaputt machen. Der eine hat mich leider getroffen, deswegen keine Synchronisation, schade. Jo, das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Hallo Kamera, du darfst gerne mit. Sehr gut. Das war lustig. Ja, das Knacken der Knochen, das konnte man tatsächlich hören. Das Knacken der Knochen, das Schreien der Leute, das Flehen um Gnade. Wer schaut denn noch alles zu hier? Ich weiß, Die WODs werden sich wahrscheinlich kaum einer anschauen. Außer ein, zwei Leute, was vergleicht sich ganz gut mit dem zweiten Teil, der nämlich noch gerade läuft. So, Strom. Bringt mir eine dieser albernen Rüstungen. Ihr werdet keine tragen. Was? Das gehört zu meinem Plan. Ihr habt euch ergeben und wir bringen euch zum Baron. Ah ja. Und dann? Eure Männer greifen auf mein Zeichen an. Bene, zieht euer Kostüm an. Der Morgengraut. Geht in Formation! Trojanisches Pferd. Vor Sonnenaufgang mit den verkleideten Söldnern die Festung am Castra Praetoria erreichen. Alle französischen Truppen an den Posten auf dem Weg eliminieren, bevor sie Alarm auslösen können. Kein Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren. Auf gut Deutsch, ohne Schaden. Alter, jetzt habe ich noch eine Mega-Armee hier. Er wird alle töten, es ist nur eine Frage der Zeit. Viva la France Nationale. Ich stell hier Anführer an die Front. Mohaha. Lang lebe das französische Imperium. Oder wie soll ich die nennen? Macht sie blatt. Im Namen des französischen Reiches. Passiv, jetzt! Leute, ich bin nicht alleine da. Ich
super, jetzt habt ihr das. Jetzt habt ihr mich, jetzt reicht's. Bin ich hier alleine oder was? Wo sind meine Leute? Mann, ihr braucht ewig. Falsches Ziel jetzt, jo. Aber gut, dass du den anderen doch noch eins auf den Nacken gegeben hast. Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bisschen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was immer der Franzose glaubt. Cesare will selbst König sein. Ach, könnt ihr auf zu schreien, du nervst. Weitere Truppen vor uns. Huch. Da laufen ja noch meine Leute rum. Ich nicht. Er hat mich vom Pferd gezogen. Er hat mich angerempelt. Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bisschen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was immer der Franzose glaubt, Cesare will selbst König sein. Bartolomeo spielt den Gefangenen oder wie soll ich mir das vorstellen hier mit der Pose? Ja, scheint so. Weitere Truppen vor uns. Da oben, die meint ihr? Na toll, sie hat eine Textnachricht hervorgebracht. Porta Flaminia. Dieses Tor war ursprünglich der Ausgangspunkt der Via Flaminia, die nach Ariminium führte und daher die wichtigste Straße in den Norden Roms war. Schließlich wurde sie zur Porta del Popolo und gewährte Zugang zu dem berühmten Piazza del Popolo. Sollte jemand Mörder! Der Plan ist brillant, aber ich mag solcherlei Kniffe nicht. Ich glaube an saubere Kämpfe, in denen der Beste gewinnt. Cesare und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Es wird der Tag kommen, da Männer sich nicht länger knechten. Und an diesem Tage sehen wir, wozu die Menschheit wirklich in der Lage ist. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater einst geschrieben. Darum kümmere ich mich. Madre Santa, hey! Oh! Welcher der Sackgesichter hat den... Alter! Hat den jetzt entdeckt. Wahrscheinlich der mir gerade in den Rücken gesprungen ist. Der Plan ist brillant, aber ich mag solcherlei Kniffe nicht. Ich glaube an saubere Kämpfe, in denen der Beste gewinnt. Cesare und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Es wird der Tag kommen, da Männer sich nicht länger knechten. Und an diesem Tage sehen wir, wozu die Menschheit wirklich in der Lage ist. Hey, schieß doch. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater einst geschrieben. Thank you.
Sie! Darum kümmere ich mich. Da sind immer so ein paar Ziele. Ist das dein Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst? Ziegeleien lasse ich hier nicht länger bieten. Bitte, geht einfach. Bitte, seid achtsam, Messer. Fang dir bloß nicht die Kugel ein, wenn du da stehst. Wie soll ich die denn entdecken? Gut, ich renne jetzt nur vor. Ich dachte, es ist epischer, mit der Armee vorzulaufen, aber nö, das Spiel will ja, dass ich einen Alleingang starte. Hey, ihr seid nicht alleine! Benehmt euch! Ach, das auch noch. Die letzten haben sie auch ausgeschaltet. Da ist Blut. Eine Leiche. Oh nein! Hilfe! Gut übersetzt, muss man sagen. Erledigt sie, bevor sie angreifen! Hier ist noch niemand. Synchronisiert ist das jedenfalls gut, also daran gibt es nichts auszusetzen. Nur manchmal ist die Übersetzung in Textform scheiße. Weil das Spiel einige Sachen unterschlägt, das will ich damit meinen. Die auch kaputt machen? Das Spiel hat mir nichts gesagt. Ihr habt hier nichts! Die Zwischensequenz geladen. Que voulez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron. Il veut se rendre. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon, ouvrez! Ihr könnt Französisch? Es gab ein paar Französinnen in Firenze. Ezio will sich nur nicht aufdecken. Ezio ist ein Gott. Er kann alle Sprachen. Castra Praetoria. Das Castra war die antike Kaserne der Prätorianergarde im kaiserlichen Rom. Nach seinem Sieg über Maxentius im Jahr 312 ließ Konstantin die Kaserne zerstören. Obwohl die Prätorianergarde seit Jahrhunderten die Leibgarde des Kaisers stellte und die Soldaten einfach nur ihre Pflicht erfüllt hatten, indem sie Maxentius verteidigten, konnte Konstantin ihnen nicht vergeben. Die Garde wurde für immer aufgelöst. So viel zu einem schlechten Tag auf der Arbeit. Chien d'Italien! Was wollte meinten ihn? Ich habe mich gerade angesprochen gefühlt. Regardez-le! Il a honte de ce qu'il est! Französisch, ey. Keine so schöne Sprache. Zumindest nicht aus meinen Ohren. Klingt immer so komisch. General Dalviano, anscheinend habt ihr ein Einsehen. Lass den Unfug! Gib mein Weib frei! Welch Anmaßung von einem Mann ohne einen Titel im Namen. Mein Name ist sein Geld wert. Deiner dagegen ist nur gefälscht. Comment osez-vous? Glaubst du, ein Heer zu führen, macht dich schon zum Edelmann?
Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen. Lasst ihr Glocken wachsen und gib mein Weib frei. Ihr Wilden lernt es nie. Schuss. Angriff. Treiben die Ratte in die Enge. Ja, ja, ist ja gut. Hier, Armee. Oh. Ezio, ihr müsst mein Weib retten. Nehmt das Dach. Soll ich denn das ganze Dach ausnehmen? Kann doch nicht dafür. Au revoir. Den Baron de Levoir überwältigen und eliminieren. Die Mission in weniger als 5 Sekunden beenden. Unbewacht. Jetzt schon fehlgeschlagen. Soll ich jetzt mit dem Baron suchen oder was? Hat er sich um die Leute gemischt? Sehen nix. Oh, scheiß Baum. Jetzt lass doch den scheiß Baum aus dem Kamera. Bring den Hund zur Strecke. Auch ruhig kaputt machen können. So, da-dum-da-dum-da-dum. Boah, wie niedlich, eine Pistolenkugel. Lass ihn doch schießen, ich hab genug Leben. Ey, das war unfair. Was war das denn für eine Aktion? Ich hatte ja noch nicht mal eine Chance. Ich stehe direkt daneben. Das Spiel hat mich unterbrochen. Die Ladezone auch zu 5 Minuten zählen? Wahrscheinlich. Ezio, renn! Wie soll ich das denn schaffen, ey? Ey, wie soll ich das schaffen? Das ist unmöglich. Was ist das denn? Ja, das ist ganz schön stramm da. Guckt euch das an! Wie soll ich das denn schaffen? Ich gehe rein, das Spiel nimmt mir jegliche Möglichkeit, den abzuschießen. Er rennt sogar auf mich zu eigentlich. Na gut, dann weiß ich auch nichts anders. Das ist doch unglaublich, doch. Wie soll das gehen? Wie soll man das machen? Das ist doch unfair. Findet ihr nicht auch? Unentdeckt. Ey Junge, der weiß doch ganz genau, dass ich da bin. Das sieht aus wie... Au. Meine Rippen. Kannst du nicht mal meine Rippen schieben? Mann, der Controller ist nur im Vibrieren. Das
Spiel sagt echt wenig, muss man sagen. Das entdeckt mich nicht. Das entdeckt mich anscheinend doch. Ziel verloren? Ach, ich darf auch nicht zu lange weit entfernt sein. Oh, Spiel. Oh, Spiel. Warum musst du mich immer so gängeln? Schieß dir das Hirn raus. Mach Hirnmoos. Das war noch in der Zeit. Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte, requiescat in pace. Der Arme stirbt öfter, als es Leichen mit dem Reproduktionsbug gab. Achtung, ist Sperrgebiet. Fantasy Lea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Ezio schüttelt den Kopf. Er weiß ganz genau, Ezio weiß ganz genau, dass er 5-mal neu gestartet hat. Ah, das zählt noch. Ich habe gerade den Schatz gesammelt. Das zählt noch. Nein! Schnell, nimm es. Scheiße. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Ich finde die Rüstung übrigens scheiße, ne? Der Schlüssel zur Burg, Sequenz 7. Requiescat in pace. Neue Auftragsattentate freigestellt. Warum haltet ihr nicht an und schaut, was ich habe, Amici? Wer weiß, es könnte das sein, was ich... Erstmal repariere mein Zeug, bevor du mir irgendwas anderes andrehst. Auf jeden Fall. Ist mir egal, wie viel es kostet. Mehr Leben ist mehr Leben ist mehr Leben ist mehr Leben. Und jetzt hier in Plattenrüstung. Heißt Ezio ist Panzer. Und Waffen. Ja, vielleicht sollten wir auch ein Einhandschwert mal wieder nehmen. Der hat 4 Schaden, Tempo 2-2. Schaden, Tempo 4, also ist schön schnell, aber nur wenig Schutz. Gut, meistens konnte ich ja eher, ne?
Ist das Einhandwaffen oder zwei an der hier? Gut, ich habe ein römisches Langschwert. Das ist ein 1-3-3. Wie werden normale Schwerter dargestellt eigentlich hier? So, okay. Gut zu wissen. Oh, das Ding hat richtig gut Schutz, aber es macht gar keinen Schaden. Ah, das Schiavona ist gar nicht so übel mit dem Maximalschaden. Tempo 2, Schutz 2. Das macht gut Schaden. Das nehme ich. So, als kleine Waffe den bewährten Nackenstecher. Jo, gerne. Ja, ich weiß, ich nehme eigentlich super selten, aber irgendwann kommt die Zeit, wo wir Rauchbomben kaufen werden. Ja, bitte kommt wieder! Hier, Ezio in der Plattenrüstung. Geld abheben. Jetzt habe ich wieder 20.000. Ja, es geht schnell.